Okay, sind wir soweit? Ja. Wie du siehst, Tom, stehe ich hier gerade hinter dem Museum, in welchem man zurzeit die Werke der Künstlerin Klara Belarova betrachten kann. Vor circa einer Stunde wurden wir hier Zeuge einer Liebeserklärung an die junge Künstlerin. Und ich höre schon, da kommt der junge Mann, der das vollbracht hat. Herr Tom, haben Sie einen kleinen Moment für uns? Nee, komm. Wie haben Sie sich in der kleinen Situation gefühlt? Möchten Sie uns daran teilhaben lassen? Ja, na sicher doch. Was ist denn das? Das ist eine alte Geschichte von einem Zigeuner, die hat mir mal jemand meiner Kindheit erzählt. Okay, und was genau? Sie haben heute Geburtstag? Ja, sieht so aus. Wie alt bist du? 30. Heute geworden. Dennis, du bist 30 Jahre alt, du bist kein Kind mehr, verdammt. Such dir einen Job. Ja, danke für deinen Ratschlag, Mutter. Ich liebe dich. Dennis, du liebst mich nicht. Die einzige Person, die du wirklich liebst, bist du selbst. Willst du mich verarschen? Nur 5 Euro! Zähl doch nach Hause. Hey, ich wollte das Scheißgeld, um nach Hause zu kommen! Wie seid ihr hier in eurem Scheiß Möchtegern-Juppie-Leben und guckt irgendwelche beschissenen Spargeltarzan zu, die denken, die wären Jesus und die krabbeln auf dem Boden rum! Was ist das für ein beschissener Scheiß eigentlich? Dass man die 2 Monde nur dann sehen kann, in den Moment der vollkommenen Klarheit.